Hier sind die Good News, nur positive Nachrichten für euch, immer pünktlich zum Wochenende. Und ich habe wieder vier schöne Meldungen, die euch hoffentlich gute Laune bringen, weil ihr etwas Positives hört als sonst die negativen Meldungen, die man sonst so aus den Nachrichten bekommt. Und da habt ihr vielleicht schon was gehört über das Konjunkturpaket, das Konjunkturprogramm, das groß von der Bundesregierung verkündet wurde. Und da sind wirklich einige gute Maßnahmen dabei, die ich euch jetzt gleich mal erzählen werde. Über 50% Ökostrom gibt es jetzt inzwischen in Deutschland am Gesamtstromanteil. Ein erfolgreicher Elektroflugzeugstart und der Fleischkonsum sinkt. Jetzt geht's los mit den Good News. Good News, everyone! Ihr habt die Nachricht ja bestimmt mitbekommen. Die Bundesregierung hat das größte Konjunkturprogramm seit dem Zweiten Weltkrieg gestartet. Es wurde vorher viel spekuliert über Abwrackprämien 2.0 und sonstiges alles. Aber am Ende kam alles ziemlich anders und sogar ziemlich überraschend im Positiven, wie ich finde. Im 330 Milliarden schweren Programm, diese Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gibt es keine Förderung für Verbrennerautos und gleichzeitig wird der Mindestlohn eben nicht gesenkt. Jetzt hier mal ein paar Maßnahmen, die mir ganz besonders gefallen. 2,5 Milliarden gibt es jeweils für Elektromobilität und ÖPNV, also jeweils, und zusätzlich noch mehr Geld eben für Bildung und Kultur. Da gibt es noch viel mehr. Checkt sowieso mal den Link unterhalb des Videos im Beschreibungstext zum PDF. Auch wird wieder Wasserstoff gefördert. Allerdings müsste man jetzt ja sagen, oh Gott, Wasserstoff bei Autos ist ein großes Thema. Also ich stehe da ja gar nicht dahinter. Allerdings eben nicht in Verbindung jetzt mit PKWs, sondern es geht wohl eher in Richtung Wasserstoff für Schwerlast oder zur Produktion von Windgas. Also Power-to-Gas-Anlagen nennt man das dann auch, oder eben als Speicher für eben große, große Transporte. Und da macht es wieder total Sinn. Interessiert euch eigentlich Wasserstoff als Technologie? Dann können wir dazu gerne auch mal ein Video machen. Schreibt doch mal unterhalb des Videos, ob euch das Thema interessiert. Ich persönlich finde es total spannend, aber eben nicht im PKW-Bereich, sondern in anderen Einsatzzwecken. Können wir mal einen kleinen Überblick geben, wo es total Sinn macht. Schreibt doch mal, was findet ihr persönlich gut an dem Konjunkturpaket? Was gefällt euch gar nicht gut, also wo wart ihr positiv überrascht, wo wart ihr enttäuscht? Und ich bin mal gespannt, was ihr so schreibt. Ich persönlich habe mit weniger gerechnet, von daher bin ich eigentlich ganz froh. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes gab es im ersten Quartal wieder mal einen Rekord bei den erneuerbaren Energien. Ist das nicht schön? Haben wir hier regelmäßig in den Good News, finde ich aber auch super. Die steigen erstmals über 50%, um genau zu sein, auf 51,2%. Das sind jetzt also fast 15% mehr als im letzten Jahr. Das ist schon richtig ordentlich. Und diese Zahlen inkludieren aber einige Sonderfaktoren, wie einen durch Corona geringeren Verbrauch und sehr gutes Wetter. Trotzdem ist das doch ein schönes Signal, auch wenn es nur der Anfang ist und wir weiter uns dafür einsetzen müssen. Und es lohnt sich auch, weil wenn wir die erneuerbaren Energien vorantreiben, dann haben wir bald schon nach der Steigung auch wieder irgendwann eine Senkung des Strompreises. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ein erfolgreicher Elektroflugzeugstart konnte jetzt in Amerika realisiert werden. Das hört sich noch nach einer Vision an, ist aber jetzt tatsächlich schon Realität, aber zumindest auch noch mal in so einer Art Testphase, also noch nicht kommerziell eingesetzt. Und zwar eine umgebaute Cessna 208 fliegt elektrisch. Es gibt zwar schon Elektroflugzeuge, aber noch keine, die so groß ist, dass sie sogar 9 Personen transportieren kann. Und die kanadische Airline Magnix will ihre komplette Flotte auf Elektro umrüsten. Was für kurze Strecken, und zwar fliegt die bis zu 160 Kilometer weit, absolut Sinn ergibt. Das Umrüsten ist aus ökologischer Sicht auch eine wirklich gute Sache. Dann muss eben kein komplett neues Flugzeug entwickelt oder produziert werden, sondern es werden bisherige Flugzeuge umgerüstet. Das ist auch wieder nachhaltiger. Und schreibt mal ganz ehrlich, würdet ihr euch in so ein Elektroflugzeug setzen? Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, aber wahrscheinlich bin ich verrückt genug, wenn es elektrisch angetrieben wird, das mal auszuprobieren. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Und jetzt gibt es noch eine letzte gute Meldung. Der Fleischkonsum geht statistisch gesehen deutlich runter. 2015 haben noch ein Drittel der Menschen angegeben, täglich Fleisch zu essen. Jetzt sind es nur noch ein Viertel aller Befragten. Also vorher jeder Dritte,
jetzt nur noch jeder Vierte. Das ist also eine ordentliche Senkung. Es gibt auch viele Gründe, weniger Fleisch zu essen. Und es ist auch schön, dass langsam auch in der Bevölkerung ein Umdenken stattfindet. Ich will damit gar nicht sagen, dass es schlecht ist, Fleisch zu essen. Ich esse selber Fleisch, deswegen ich bin kein Vegetarier oder Veganer. Aber ich selber esse deutlich weniger Fleisch als früher. Viel, viel weniger. Früher hatte ich auch mal so vor vielen Jahren so das Gefühl, also ein Gericht ohne Fleisch ist kein richtiges Gericht. Aber das ist wirklich Blödsinn. Es gibt so viele leckere Sachen. Aber auch gerne esse ich mal Fleisch, dann aber ganz bewusst. Dann ist es auch was ganz Besonderes und das lasse ich mir dann richtig auf der Zunge zergehen. Ich achte natürlich, dass ich regionales Fleisch kaufe, auch Bio und am besten eben ne, regional vom Bauern. Dann fühlt sich das nicht nur gut an, dann schmeckt das auch gut, dann bekommt euch das gut im Magen und weniger ist doch manchmal mehr. So, das waren die Good News. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen etwas Positives rüberbringen können. Wenn ihr mir was Positives zurückgeben wollt, dann drückt jetzt rechts unten das Abonnieren, den Abonnieren-Knopf. Dann drückt ihr noch die Glocke daneben, dann bekommt ihr noch eine Benachrichtigung, wenn wieder ein neues Video online ist. Ich freue mich auf die nächsten Good News und checkt mal die weiteren Videos hier auf dem Kanal aus. Da gibt es noch spannende Themen und in Zukunft noch viel, viel mehr. Bis dann!